Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei der Pantheim Arena. Wir sind in Eschweiler auf der großen Sommerkirmes. Auf der mega großen. Ja, ist wirklich große Sommerkirmes. Ob das so der Fall ist, das überprüfen wir in diesem Video, denn wir sind am Sonntag hier. Die Kirmes hat am Freitag gestartet und es ist eigentlich so unsere zweite Hometown-Kirmes, kann man so sagen. Ja. Meine auf jeden Fall. Wir kommen aus Eschweiler und Eschweiler ist nicht weit von Aachen weg. Deswegen würde ich sagen, es wird wahrscheinlich ein ganz kleines Video, aber wahrscheinlich haben wir trotzdem sehr viel Spaß hier. Intro ab und dann geht's. Los! Ich habe mich jetzt entschieden, dass wir zu Escape gehen. Ja, genau. Wir kommen einfach praktisch hier rein und dann kommt Escape. Als ich das gesehen habe, dass Escape nach Eschweiler kommt, habe ich gedacht, also so ein krasses Fahrgeschäft. Das ist ja auch einer unserer Lieblingsfahrgeschäfte, dass es jetzt zu einer Eschweiler kommt. Auf, ja, ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber es ist schon ein kleiner Kirmesplatz. So ein hochmodernes neues Fahrgeschäft finde ich schon ganz cool. Ja, ich auch. Ich freue mich sehr. Wir hatten eine sehr geile Fahrt. Wo war das? Fützensmarkt letztes Jahr. Fützensmarkt. Das war die geilste Fahrt, die ich jemals in Escape hatte. Genau. Das ist, manchmal ist es, hatten wir mal so eine Fahrt, da haben wir uns gar nicht so richtig überschlagen. Aber das war halt so eine optimale Megafahrt. Ja. Es liegt auch so ein bisschen, glaube ich, daran, wie die Leute so ein bisschen mitmachen. Weil man kann ja da auch so ein bisschen seinen Gewichtspunkt so ein bisschen verlagern. Und dann geht das halt auch. Gewichtspunkte verlagern kann ich gut. Vielleicht für alle Leute, die aus Eschweiler kommen und nicht so häufig auf der Kirmes seid, tut mir leid für euch. Das Fahrgeschäft gibt es so momentan auf der Welt nur ein einziges Mal. Und das steht jetzt bei euch hier in der Stadt. Deswegen alle mal einsteigen. Das Fahrgeschäft hat auch den FKF Award bekommen. Das ist ein Award von einem Freizeitfahrkirmesverein, wo ich auch Mitglied bin, für die beste und Neuheit damals. Und du auch. Richtig. Und wie sich das fährt, das erfahrt ihr jetzt. Es ist vielleicht so eine Mischung aus Breakdance und Shaker. Es ist was ganz Neues und es macht auf jeden Fall höllisch viel Spaß. Und ja, ich würde sagen, wir steigen ein und ihr seht eine Neuheit. Genau. Ich bin aufgeregt und ich freue mich. Das erste Mal in diesem Jahr für uns, ne? Aber es könnte noch ein bisschen mehr Eschweiler Bevölkerung hier sein. Also kommt alle hier zur großen Kirmes in Straße, da geht noch mehr. Ja, machen wir noch mehr. Ja, komm.
So. Es war ganz schön anstrengend. Ja, ich habe gefühlt auf. Die komplette Arbeit alleine gemacht. Nö, ich habe gefühlt. Ich gehe da so und so und so. Ja, also Escape nimmt 5 Euro, ne? Ja. Ein ganz okayer Preis für so ein Fall. Ja. Aber wenn man überlegt, dass halt schon so ein Breakdance normal jetzt schon 4,50 kostet, ist 5 Euro eigentlich ja, richtig human. Ist natürlich auch eine Maschine, die halt eigentlich auch durch die Leute, die mitfahren, halt auch so ein bisschen noch besser wird. Wir sind jetzt halt nachmittags hier, deswegen ist halt vielleicht auch noch nicht so viele Leute, die einsteigen. Aber Eschweiler ist halt sowieso so ein Platz, wo halt immer, glaube ich, die Schausteller eher auf Mitfahrer warten, als dass da jetzt große Schlangen halt sind. Aber doch schon ganz ordentlich. Wir haben sogar einen Autoscooter. Ja, hier. Und zwar der XXL von Gas. Gas. Krass. Krass von Gas. Ja. Ja, steht hier. Ja. Wird gefahren und auch nicht. Ja, und es sitzen noch gar nicht so viele Leute da. Nee. Die coolen, die kommen erst ab. Ja. Das nächste Problem ist ja, wir haben ja jetzt auch Europameisterschaft. Das hat auch viele vielleicht da. Also ist am Freitag gestartet, sehr ungünstig zum Spiel von Deutschland. Also ich will nicht wissen, wie wenig hier am Freitag dann halt auch los war. Es gibt halt auch wieder so ein paar Ereignistage, ne? Ja. Es gibt einen Kindertag, es kommt auch, was Dienstag oder Mittwoch? Dienstag, ne? Ich weiß es nicht. In Aachen ist immer Dienstag, ich weiß nicht, was hier ist. Ich meine auch Dienstag. Aber hier gibt es immer so Charakter, also da kommt dann halt irgendwie der Goofy vorbei und so. Und es gibt wohl zum Schluss auch nochmal ein Feuerwerk. Ja. Ja. Gehen wir weiter? Ja. Schauen wir mal, was der Platz ist. Was hier noch so alles steht. Gibt dir noch die Schatzinsel? Möchtest du mit der Schatzinsel fahren? Auch heute nicht. Ich lass sie mal aus. Ist mir zu krass. Zu krass alles. Ja. Also wir gehen weiter. Essen und Trinken gibt es natürlich ja auch en masse immer. Und ja, es gibt halt nicht so viele großartige Fahrgeschäfte. Es ist halt auch nur ein Viereck. Normalerweise der Drehplatz ist halt ein Parkplatz. Und den nutzt man dann halt immer für die Kirmes. Es gab ja viele Jahre, wo überhaupt gar keine Kirmes mehr stattgefunden hat. Ne? Man hat ja mal damit aufgehört. Ja. Aber ich möchte mal was erwähnen, was ich sehr gut finde. Wenn ihr hier hinkommt, könnt ihr kostenlos parken. Genau, da müsst ihr aber früh sein. Ja, der Parkplatz neben der Kirmes, direkt hinter dem Riesenrad, ist kostenlos. Ja, und am besten nimmt ihr dann auch einen Tag, wo es nicht regnet, weil da ist Matschepampe. Ja. Ja. Aber muss man halt auch mal sagen, da ne? Gibt es halt auch sehr wenig, gerade auch in Aachen. Wenn man da auf dem Band ist, muss man 5 Euro für einen Parkplatz bezahlen, weil drumherum ist halt immer mehr Anwohnerparken und immer weniger, dass man da halt kostenlos parken kann. Ja, für die Kinder gibt es ja auch noch hier Jumpy Jumpy. Und es gibt Greifer. Ich glaube, hier halten wir erstmal kurz. Oh, ich sehe was für deine Mutter. Und ich sehe was für Susan und meine Schwester. Oh ja. Wir machen jetzt hier mal Stopp. Gucken wir uns noch ein bisschen um, weil da hinten gibt es nämlich wieder Gucci-Hasen. Ja. Guck mal, nämlich noch mal hier ein bisschen rum, spielen ein bisschen und dann geht's in die Richtung weiter. Ich spoiler schon mal so ein bisschen. Seht ihr das da? Ich freu mein Gesicht. Ja, also wir gucken ja mal, greifen so ein bisschen und wenn hier nichts gegriffen wird, dann greife ich für meine Freundin. So, also bis gleich. Wir hatten leider diesmal kein Glück. Genau. Guck mal, hier ist so ein bisschen Backstage-Kirmes. Ja. Da ist der Greifer, genau.
Ja, willst du mal kommen? So, mach so, dann sieht man den Gaffer im Hintergrund. Ja, ich, wir haben gerade Geld gewechselt und da habe ich schon gesehen, da steht die Spielanleitung. Man kann den Greifer nur einmal nach vorne positionieren und einmal zur Seite. Ja, was ja jetzt auch nichts. Das ist ja nicht das Problem. Aber ja. Hier hat in der ganzen Zeit, wo wir jetzt gespielt haben, noch nicht ein einziger irgendwas ausgeholt. Ich hatte jetzt schon 3 Tiere im Greifer und trotzdem lässt er den wieder fallen. Also. Ja, aber bei dem Großen ist es halt noch krasser. Also in dem Moment, wo der Greifer nach unten geht und irgendwas berührt, dann macht er direkt den und geht wieder nach oben. Ja, also wie sobald er etwas berührt, macht er zu und geht nach oben. Das ja. Ist sehr schade. Aber man hat ja sensationelle Preise. Und also Preise nicht von wegen Knuffeltier, nein, sondern... Nein, aber von den Spielen her, ne? Ja, also zum Beispiel hier, 8-mal spielen für 5 Euro ist halt richtig günstig. Und ja. Du an den Seiten war es auch 50 Cent. Ja. Ist eigentlich relativ günstig. Das ist wirklich ein gutes Angebot, aber ich habe noch keinen gesehen, der hier was rausgeholt hat. Man sagt halt auch, also das sage ich, je voller ein Kermesplatz ist, desto so besser greift der Greifer auch. Ja, natürlich, je mehr Geld wird reingeschmissen. Ja, aber dann siehst du halt auch wieder, oh, das sind welche, die haben halt wieder was, also kommt wieder mehr Laufkundschaft rein. Aber hier ist wirklich, ja, sehr bescheiden eingestellt. Man muss ja, man darf, kann da auch nie von Glück sprechen. Nein. Es ist eine Einstellungssache von diesem Greifer. So. Und das ist halt hier so eingestellt, dass man halt gar nichts irgendwie rausgeben kann. Ja, das Schlimmste einfach beim Greifen ist halt, sobald... Da, er hat nämlich schon 3. Sobald dieser Greifer etwas halt berührt, dann klappt ja, er halt direkt ja. zu und geht. Habe ich so noch nirgendwo gesehen. Ja. Schade. Ja, wir haben es probiert. Ja. Sind wir 10 Euro losgeworden. Hätten wir noch einmal jeweils die Escape fahren können. Ja. So, weiter geht's hier auf dem Kirmesplatz. Was haben wir denn hier? Oh, guck mal, eine Achterbahn. Silbermine, nimmt 3,50 Euro. Ist eine Kinderachterbahn. Stand in Eschweiler auch schon mal. Möchtest du damit fahren? Oh, hier ist Shakira. Ich muss ein bisschen drüber sprechen. Nein? Silbermine, ja. Schöne kleine Achterbahn. Kann man fahren, wenn man den Countdown nicht hat. Es gibt ja viele Leute, die sammeln diese Achterbahn. Wie auch ich. Aber einmal gefahren, dann brauchen wir den nochmal. Ne? Sei denn, ist sehr schön. So, dann haben wir hier das, was du meistens bist auf der Kirmes. Lost. Ja. Lost, ein Action-Abenteuer-Parcours, wo ich tatsächlich noch nie drin war. Ich auch nicht. Ich glaub, das ist aber ich bin auf der Kirmes gar nicht lost. Nicht? Nee. Im Leben sonst. Ja, im An Leben. An meiner Seite. Also hier als Indoor. Sieht sehr schön aus. 4 Euro nimmt das Ganze. Lange nicht mehr gesehen auf der Kirmes. Ja. Und das heißt, außerhalb vom Familientag. Ja, und das heißt, heißt, gehen weiter, machen wir nicht. Genau. Okay. Weil ich was anderes fahre. Was möchtest du denn anders fahren? Take-off! Ach ja. Also für die Leute, für die der Flipper schon kotzig ist, die lassen das am besten auch aus. Es ist ja eigentlich nichts anderes wie ein Flipper, ne? Nur ja, größer. Nur größer. Ein bisschen mehr Freiheit, würde ich sagen. Ben freut sich. Nee. Muss ich damit fahren? Ja. Du warst schon bei Predator nicht dabei. Ja. Ja. Von Langenscheid. Wollen wir da jetzt wirklich einsteigen? Ja. Dann ist der Tag für mich vielleicht genau. Das ist eine Stimme, sind ja eh bald am Ende. Ja, wir haben jetzt die Hälfte geschafft. Ja. Ja. Ja gut, komm, wir fahren da mal eine Runde. 5 Euro. Oh, das ist wirklich ein guter Preis. Ja, sehr guter Preis. Und dann, ja, viel Spaß. Wenn ich grün anläufe, wisst ihr Bescheid. Wie letztes Mal. Solange ich noch auf dem Fahrgeschäft noch was sage, dann geht es mir gut. Wenn ich leise werde, dann wisst ihr Bescheid. Genau. Vielleicht könntest du das dann auch übernehmen, dann nimmst du halt einfach... Dann nehme ich während der Fahrt die Kamera. Ja. Also für Leute, die das nicht wissen, was das ist, das Ding geht nach oben und diese Gondeln drehen sich und du kriegst mega Facelifting. Wir sind in einem Alter, da brauchen wir das manchmal. Also, rein da. Oh,
andersrum und dann das Ende. Ich sehe nichts mehr. Ich auch nicht. Achso. Nee, die sind total zu klein für mich. Guck mal, wie ich da sitze. Ich bin eins mit dem Sitz. Ja, toll. Oh, wow. Das wird aber noch nicht schneller, oder? Das war ja schon schnell genug, Anni. Das ist doch nicht schnell. Ja, aber eben. Oh Gott, Kinders. Wer findet sowas? Sehr, sehr cool.
wenn es irgendwie ein bisschen blass. Ah, ja. Oh, cool. Mein lieber Fahrgeschäft, mach ich weiß nicht, warum lachst du denn so hässlich? Ich weiß nicht, habt ihr ihn gesehen, Bob? Geh mal kurz. Na? Hab ich hier noch was hängen? Nur noch ein bisschen trocken vom Kotzen, aber sonst. Nee, also erstmal ganz ehrlich, die Fahrt an sich fand ich ganz gut. Das Schnelle werden auch, du merkst halt diesen Druck, das soll ja auch so sein. Aber wenn der aus dem Schnellen rauskommt und dann langsam wird und deine Augen aber immer noch in diesem Schnellen halt sind, das macht auch den Körper irgendwas. Also das finde ich ein bisschen uncool, sagen wir mal so. Obwohl ich sagen muss, ich finde, für die 5 Euro bekommst du echt was geboten. Ja, weil es über 5 Minuten Fahrt. Ja. Ne? Also das war schon ordentlich. Ja. War jetzt aber erstmal okay. Du bist ein bisschen blass um den Nas. Ich hätte gerne Pommes. Oder? Ja. Irgendwas zum Auskotzen. Ich habe nichts gegessen heute. Ja, hier haben wir noch das Riesenrad von Gormanns und Söhne. Ist auch sehr schön, weil dahinter ist direkt so der Strom, der Strommast. Sehr toll, dann direkt da drauf zu schauen. Und die andere Richtung richtig über schön Eschweiler. Eine schöne Stadt, schöner Altstadtkern. Muss man auch mal von oben gesehen haben. Das ist nicht lustig. Warum? Du weißt ja, was hier passiert ist vor ein paar Jahren. Ja, vorletztes Jahr? Wann war denn da? Die Flut! Ach so! Ja, gut. Aber das mit der Altstadt war ja in Stolberg, darauf meinte ich gar nicht. Ich meine halt einfach nur, wenn du da oben guckst, es ist nicht viel, was man sieht. So, das wollte ich eigentlich sagen. Oh, guck mal, Träubchen. Hier ist noch Happy Swing. Willst du Happy Swing fahren? Hawaii Swing. Nee. Warum? Nicht so meins. Bitte das schlecht. Voll, dann steck mal ein. Nein, wirklich nicht. Ja, also Hawaii Swing ist dann auch noch hier an der Ecke. Was mich jetzt wundert, also in diesem Jahr kein Breakdance, obwohl der in den letzten Jahren immer da war. Und auch kein Musikexpress, der normalerweise auch noch hier an der Ecke stand. Nicht da. Aber dann dafür das. Ja, und danach, nach Hawaii, Swing, haben wir noch ein Zombie. Ein Fahrgeschäft, ja, Zombie. Auch 5 Euro, Geisterbahn. Mit Feuer. Und dunklen Gestalten. Warte mal, ich wollte mal zeigen, ja. Ich finde ja das richtig cool. Was denn? Die Bilder da, das Bild. Ja, hast du die Bilder da gesehen? Ja. Dann zeigst du mal die Bilder. Nee, ich will, dass du erstmal das zeigst. Ja, aber ja, dann komm mit. Ich kann doch jetzt nicht dahin führen. Ne? So. Hier. Moment. Was musst du denn zeigen? Ja, das Bild. Hast du das schon mal mitgemacht? Es gibt ja so Zombie-Walks. Ja, es gibt Zombie-Walks. Ne? Und was noch? Was wolltest du noch zeigen? Oh, guck mal da. Ist ja toll. Du wolltest mal so Bilder für zu Hause haben. Ich, ja. Guck mal, die gehen immer weg, wenn du kommst. Da. Die werden dann hässlich. So. Das sind so tolle Bilder. Ich weiß gar nicht, wie die Kamera hier. Ja, ein bisschen sieht man's. Jetzt guck mal, jetzt wird's alt. Benjamin Button-Effekt. Ja, schön. Ja. Finde ich schon cool. Schön. Möchtest du jetzt da noch? Ja, lass uns doch einmal. Geisterbahn fahren. Ja. Ich hab dir noch zu Hause gesagt, da steht eine Geisterbahn. Nee, müssen wir nicht fahren. Ja, aber ich find's. Du weißt, was da. Also, du weißt, was nach Takeoff von mir kommt, ne? Was denn? Kotzen? Nee, Geisterbahn fahren. Das ist schlecht. Guck mal, Walking Dead. Ja gut. Also wir versuchen das irgendwie auch einzufilmen, weil es ist ja irgendwie dunkel. Da hol ich jetzt mal eine andere Kamera für raus und dann fahren wir mal eine Runde Geisterbahn. So. Ja. Thank you.
runter. Woo! Der leckt aus. Hallo. Oh nee. Scheiße. Oh nee. Hier passiert mir zu lange nichts. Schade bei so einer Geisterbahn, dass man sich mehr immer Mühe gibt, draußen alles so gruselig zu gestalten und toll. Und innen drin ist dann halt meistens nicht so richtig viel draußen. Ja, ich habe irgendwie mit Live-Erschrecker gerechnet. Ja, also hier ist ein kleiner, das ist ein Familienbetrieb. Da machen die Kleinen, drücken auch schon auf den Knopf und so. Und ja, hier ist ein kleiner hier rausgelaufen in so einem Clown-Kostüm. Es kann sein, dass er vielleicht einmal in der Ecke stand, schon normal. Aber ja, war jetzt bei uns nicht. Und ein Effekt hat auch mindestens nicht funktioniert, als wir da runtergefahren sind. Da war oben nämlich auch so ein Typ. Ja, der kam nicht runter. Ja, aber es war trotzdem so diese Luft, die da kam, da habe ich schon so ein bisschen. Huh. Ja, das hört sich an, als würde dich jemand anschießen. Ja. Ja, aber ansonsten, ich bin auch ein bisschen zu groß dafür. Also der Wagen war halt schon drin. Und ich bin immer noch von diesen Dingern da dran. Ich war am Ende nur noch, bin ich so gefahren, damit ich die Dinger direkt so wegschieben ja. kann. Wir mussten uns auch trennen, also einer durfte vorne, einer durfte hinten sitzen. Durfte nicht zusammenfahren. Ja. Liegt aber vielleicht auch daran, dass sie da halt hochfahren müssen. Ja, und das vielleicht mit zwei Erwachsenen auch einfach zu schwer ist. Ja. Wir sind ja schon mal Spuk gefahren. Vor ewigen Jahren in Aachen. Die Geisterbahn ist eine Achterbahn, weil die halt auch also eine Achterbahnschiene halt hat und auch mal so einen Abschuss, also einmal runterfährt. Jetzt habe ich hier eben geguckt, ne? Wenn ihr hier mal guckt, da ist ja wohl auch eine Achterbahnschiene, oder? Ich muss gleich nochmal bei Coaster-Account gucken, ja. Ob das nicht auch als Achterbahn zählt. Ja, also. Sehr die schön. Fahrt kostet 5 Euro. Ne? Ja, also klar, man hat immer so einen begrenzten. Guck mal, da kommen gerade wieder welche. So sehen die Wagen übrigens aus. Man hat natürlich immer so nur ein bisschen begrenzten Platz bei so einer Geisterbahn, ist klar. Das dann halt immer mit diesen ganzen Animatronics zu füllen, ist halt auch vielleicht schwierig. Aber 5 Euro jetzt im Gegensatz zu Escape, was wir gefahren sind, oder Take-Off. Mein Empfinden hat man da halt viel mehr von der Fahrt als jetzt bei der Geisterbahn, ohne die jetzt schlecht zu machen. Ja. Es ist nicht keine schlechte Geisterbahn. Nein, jede Geisterbahn ist gleich. Ich meine, so für aufgebaut. Kinder ist das bestimmt auch sehr gruselig. Ne? Ja. Wir haben jetzt einfach, wir sind mit der Vermutung reingegangen, dass da auch Live-Erschrecker sind. Ich habe die ganze Zeit gewartet, dass irgendjemand rauskommt. Ne? Und das war diese Anspannung dann. Ja. Ne? War aber nicht. Nee. Ja. Damit haben wir alles Große gefahren. Bis auf Hawaii Swing. Möchtest du nicht? Möchtest du nicht? Möchtest. Aber das hält euch ja nicht davon ab, wenn ihr hier seid, Hawaii Swing zu fahren. Ja. Ja. Und ja, jetzt sind wir hier noch beim kleinen, ganz kleinen Kettenflug. Guck mal, kannst du auch klein in so einem. Da krieg ich meinen Hintern gar nicht rein. Ja. Oder raus. Ja. Und dann sind wir schon wieder da, wo wir angefangen haben. Ja. War bei Escape. Guck mal, wie viele Leute hier stehen und halt einfach gucken. Weil es halt, ja, es ist jetzt schon voller als eben. Guck mal. Jetzt haben sie jedes Gondelkreuz auf jeden Fall besetzt. Ja. Es ist halt immer schade, wenn so Fahrgeschäfte nicht halt voll fahren, finde ich. Ja. Aber, zum ja. Abend hin bestimmt. Wir haben jetzt auch ganz. Also, es sind genügend Leute auf dem Platz, aber die ersten halt eher. Und du hast schon halt in Eschweiler auf jeden Fall noch nicht. Fahr so auf jeden Fall mit. Das ist halt ein ganz anderes Gefühl.
Sprintfahrgeschäft, was man bisher so gefahren ist, wenn man halt noch nicht. Wir reden jetzt immer, ihr merkt, mit den Leuten, die halt sonst normalerweise nicht vielleicht unsere Videos gucken und die nicht so oft auf Campingplätzen sind. Weil ihr anderen, die ihr schon abonniert habt, ihr kennt das Fahrgeschäft und da sind wir auch schon einige Male mitgefahren hier in den Videos. Und für alle Leute, die neu da sind und vielleicht aus Eschwein und Umgebung kommen, lasst mal einen Daumen da, falls ihr weitere Videos sehen wollt von uns beiden, auf Campingplätzen und aber auch im Freizeitpark. Das gibt's nämlich hier, und jede Woche. Weit, weit verbreitet. Ja, auf jeden Fall. Ja, damit können wir eigentlich hier das Video an dieser Stelle abschließen. Ja. Fazit? Fazit? Klein, aber fein. Klein, aber fein. Hat sich wieder rausgeputzt, hat ein paar besondere Fahrgeschäfte jetzt auch hier stehen. Für den kleinen Platz auf jeden Fall. Mir fehlt aber dann immer wieder doch der Breakdance. Ja, für mich gehört der Breakdance auch wirklich immer zu Hause. Ja, es war bisher, kann man schon fast sagen, so Stammbeschicker, ja. Und halt auch der Musikexpress. Aber was willst du machen? Du musst halt irgendwo sagen, das machen wir jetzt mal nicht mehr. Ja, dafür müssen wir was anderes machen. Genau. Ne? Weil so viel bietet der Platz nicht mehr. Du kannst halt nicht mehr. Man könnte vielleicht auch den Parkplatz weglassen und da halt noch ein bisschen mehr machen. Aber ansonsten war es das. Mehr Platz bietet Eschweiler nicht. Und dafür ist halt ganz ordentlich für die Anwohner hier. Für die Kinder ist was dabei. Man hat hier auch Schießboden, wie ihr seht, und Ballonschießen, werfen. Wie heißt das? Ballonwerfen. Nee, Ballons wirft man ja nicht, man wirft mit Pfeilen. Pfeilwerfen. Auf Ballon. So. Auf Ballon. Ja. Innen ist auch noch eine Losbude, also kann man auf jeden Fall ein bisschen Spaß haben. Das Riesenrad steht ein bisschen komisch positioniert. Ja, wie jedes Jahr irgendwie. Könnte man sich auch mal überlegen, vielleicht mal das Riesenrad wegzulassen und da was anderes noch. Wir hatten ja auch schon. Hochfahrgeschäfte da stehen. Ja. Ja, auch schon. Ja, ja, das war's. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr die Beschickung findet. Auch kleine Campingplätze müssen hier mal erwähnt werden. Und wenn es halt hier in der Ecke ist, dann müssen wir auch mal da sein. Und das machen wir die jedes Jahr und deswegen diesem Jahr auch wieder. Hat dir denn Freude bereitet? Ja, natürlich. Was hat dir am meisten gefallen? Escape. Okay. Sagt jetzt mein komisches Gesicht auf Takeoff. Nein, Escape finde ich immer noch besser. Ja. Takeoff war cool. Auf jeden Fall, aber Escape ist so besser. Ja, auf jeden Fall cool. Ja, dann? Ja, wir sehen uns demnächst wieder. Abo da lassen. Ja, natürlich. Und liken, das Däumchen nicht vergessen. Kommentieren und weiterempfehlen. Ja. Aber ich muss jetzt was essen, weil... Ja, er ist immer noch ein bisschen blass um die Nase rum. Wir müssen mal was essen jetzt. Das sind richtige Profis. Ne? Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.